in diesem Jahre über das Thema der moderne Mensch und seine Zukunft spricht, kann man nicht umhin, diesen Vortrag mit einer Bemerkung einzuleiten, nämlich, dass die Frage, die für uns heute gestellt wird, vielleicht gar nicht nur ist, was die Zukunft des Menschen ist, sondern ob der Mensch überhaupt eine Zukunft hat. Nicht nur der moderne Mensch mit seiner modernen Zivilisation, ja angesichts der immer wachsenden Zerstörungskraft der Atome, vielleicht der Mensch als Lebewesen auf dieser Erde überhaupt. Dass man eine solche Frage stellen muss, ist vielleicht das erste Mal oder ziemlich sicher das erste Mal in der Geschichte des Menschen der Fall. Ich glaube, man kann sagen, dass die Atombombe das schwerste Krankheitssymptom der modernen Gesellschaft ist, und ich werde im Laufe dieser Vorlesung zu zeigen versuchen, in welchem Sinn das gemeint ist. Nun ein Wort noch zur Formulierung des Themas der moderne Mensch und seine Zukunft. Was meinen wir mit dem modernen Menschen? Man kann darunter zwei Dinge verstehen. Entweder der Mensch von heute, alle Menschen im 20. Jahrhundert. Oder man kann darunter etwas Spezielleres verstehen, nämlich der moderne Mensch, der Mensch in den westlichen Industrieländern. Im Gegensatz zu Menschen in Asien, in Afrika und in den unindustrialisierten Teilen der Welt. Aber wenn wir uns fragen, was wir damit meinen, meinen wir den Menschen von heute oder den Menschen der modernen Industrieländer, da geht uns auf, dass auch hier zum ersten Mal sich etwas in der historischen Situation geändert hat. Nämlich die Menschen der nicht industrialisierten Länder werden mit wachsender Schnelligkeit wie der Mensch des Westens. Der Mensch des Westens hat seine Technik, seine gewisse Ideen nach den noch nicht industrialisierten Ländern, wenn Sie so wollen, exportiert, herübergeführt. Und weil der Westen seine Macht über die Welt, die er für Jahrhunderte hatte, zu verlieren scheint oder schon verloren hat, ist er im Begriff, die ganze Welt zu transformieren im Sinne seiner eigenen westlichen Entwicklung. Und wenn ich von der eigenen westlichen Entwicklung spreche, dann meine ich in erster Linie im Sinne der westlichen Technik und Industrie, im Sinne des westlichen Gedankens des historischen Fortschritts und eines historischen Ziels, eines Gedankens, der sich in Form eines oft pervertierten Marxismus und Sozialismus im Osten eingebürgert worden ist, und im Sinne des Nationalismus, der ein relativ junges westliches Produkt ist. Vielleicht sehen wir etwas Ähnliches, und ich werde darauf später noch im Einzelnen zurückkommen, was man gesehen hat, wenn von Rom aus das Christentum auf ein heidnisches Europa aufgepfropft worden ist, und während Rom seine politische Macht verloren hat, hat es seine Kultur, seine Ideen, seine Organisationsformen in einen fremden Boden gelagert, einen Boden, der im Vergleich zu Rom noch viel primitiver war als die vorindustrialisierten Völker im Vergleich zum Westen sind. Nach dieser Einleitung möchte ich gleich auf das erste Thema dieses Vortrags zu sprechen kommen, nämlich die Frage, was sind die Etappen, in denen sich der moderne westliche Mensch entwickelt hat? Nun ist es recht schwer, im Laufe eines Teils einer Vorlesung einen Gesamtüberblick zu geben über die Hauptetappen der westlichen Entwicklung. Und Sie werden mir verzeihen, wenn ich das nur andeutungsweise und schematisch tue, aber ich will nichtsdestoweniger es versuchen, denn es ist nötig, um die Gedanken auszuführen, die ich hier ausdrücken will.
Ich glaube, als die erste Etappe der Entwicklung des westlichen, okzidentalen Menschen muss man ansehen, das große Ereignis, das ich schon in einer Vorlesung auf unserem Kongress kurz erwähnt habe, was in der ganzen Welt vom Jahre, sagen wir kurz, 1500 vor Christus bis zur christlichen Zeit selbst vor sich gegangen ist, nämlich die große Wendung des Menschen vom Götzendienst zur humanistischen Religion. Ich werde später noch im Einzelnen darauf zurückkommen, was ich mit Götzendienst meine, aber ich möchte hier nur sagen, dass ich darunter verstehe, die Form, seine Einheit mit der Welt zu finden, indem er zurückkehrt zur Natur, indem er zurückkehrt zu seiner eigenen Tierheit und indem er sich unterwirft der Natur, dem Werk seiner Hände in Formen von Götzen aus Gold und Silber oder Holz oder indem er sich unterwirft den Personen. Die Wendung, die vor sich geht, zuerst vielleicht in der Religion, in der religiösen Revolution von Echnaton, in der mosaischen Religion, dann im Daoismus, im Buddhismus, in der griechischen, klassischen Epoche der griechischen Philosophie. Alle diese Entwicklungen führen auf eine neue Wendung hin, nämlich dass der Mensch seine Erlösung sucht, eine neue Einheit sucht, nicht mehr indem er zurückgeht, wie er es in der primitiven Religion des Totemismus oder des Animismus getan hat, auf die Naturgötter und von seiner Hand gemachten Götzen, sondern indem er vorwärts schreitet und eine neue Einheit mit der Welt sucht, zu finden sucht, in der vollen Entfaltung des Menschen. Mit dieser Wendung des Menschen in diesen 1000 Jahren oder 1500 Jahren, die ja historisch gesehen nicht mehr sind, als mit dem Psalmisten zu reden, eine Wache in der Nacht, mit dieser neuen historischen Wendung ist die erste Etappe in der Entwicklung zum westlichen Menschen genommen. Die zweite Etappe finden wir in dem neuen Begriff der historischen Erlösung, wie man sie im prophetischen Messianismus findet. Die Idee des prophetischen Messianismus ist sehr einfach dargestellt, die folgende. Im Paradies war der Mensch noch eins mit der Natur, aber er war, wie das Tier, ohne Bewusstsein seiner selbst. Im Akt des Ungehorsams gegen den Befehl Gottes, oder sagen wir, in der Fähigkeit, Nein zu sagen, wird der Mensch sich seiner selbst gewahr und machte den ersten Schritt in die Freiheit, und damit wird zum ersten Mal menschliche Geschichte gesetzt. Die ursprüngliche Harmonie des Menschen mit der Natur ist zerbrochen. Der Mensch ist vertrieben aus dem Paradies und der vertriebene Mensch wird von zwei Engeln mit feurigen Schwertern daran verhindert, je wieder zurückzukehren. Die Geschichte im Sinne der prophetisch-messianischen Auffassung ist Heilsgeschichte in einem tief breiten Sinn. Es ist die Geschichte der Entfaltung des Menschen in seiner Menschlichkeit, der Entfaltung seiner spezifisch menschlichen Eigenschaften der Vernunft und der Liebe. Wenn der Mensch, so sagt der prophetische Messianismus, sich ganz und voll entfaltet hat, findet er eine neue Harmonie, eine Harmonie des entfalteten, vernünftigen, sich seiner selbstbewussten, liebenden Individuums, das eins mit der Welt wieder wird und doch er selbst ist. Diese neue Harmonie ist die alte Harmonie, aber auf einer neuen Stufe. Es ist Harmonie und doch eine ganz andere als die, bevor der Mensch sich getrennt hat von der Welt. Im Christentum wird historisch gesehen dieses neue Konzept der Heilsgeschichte vom Boden Palästinas auf Europa übertragen.
Zwar wird seine Form, die Form des prophetisch-messianischen Gedankens, in mancher Weise geändert. Speziell darin, dass die Erlösung des Menschen, die Veränderung der Menschheit nicht in der Geschichte stattfindet, sondern die Geschichte transzendiert. Dass es nicht das Reich Gottes im messianischen Sinn ist, der meisten Propheten, nämlich die Veränderung dieser Welt, sondern die Errichtung einer neuen spirituellen Welt, die diese Welt transzendiert. Aber, wie dem auch immer sei, was an die christliche Heilslehre setzt dennoch fort den Gedanken des prophetischen Messianismus und ist in diesem Sinn, bleibt im Gegensatz zu Heilslehren, sagen wir, wie sie der Buddhismus entwickelt hat, weil das Heil immer ein kollektives Heil, eine Erlösung der Menschheit ist und nicht nur eine Erlösung des Einzelnen. Und ferner ist zu sagen, dass wenn auch in einem entscheidenden Punkt die historische zu einer transhistorischen Erlösung wird, so hat die Geschichte des Christentums auch immer wieder die historische Befreiung des Menschen, der historischen Befreiung des Menschen Auftrieb gegeben, speziell in den vorprotestantischen und nachprotestantischen christlichen Sekten. Die Botschaft des Evangeliums, die frohe Botschaft, wird dann historisch in den Strom der katholischen Kirche geleitet. Und hier in der katholischen Kirche vollzieht sich eine Verbindung, die von größter historischer Bedeutung war. Was sich verbindet, ist der jüdische Heilsgedanke des prophetischen Messianismus mit dem griechischen Gedanken der Wissenschaft, der Theorie. Und diese Verbindung, die philosophisch von der Figur von Aristoteles und von Platon beherrscht wird, diese Verbindung mit dem prophetisch-messianischen Heilsgedanken bildet etwas Neues, was in Europa für über 1000 Jahre heranreift. Dieses Heranreifen, kann man sagen, erfolgt vom Ende des heidnischen Roms bis zum Ende des europäischen Mittelalters. Für 1000 Jahre, mehr oder weniger, ist Europa schwanger mit griechisch-römischem und jüdisch-christlichem Erbgut. Und aus dem Schoße Europas wird nach 1000 Jahren etwas Neues geboren. Die moderne Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft, die beginnt mit der Renaissance. Und wenn ich ein Wort kurz sagen darf über die Renaissance, so würde ich sie charakterisieren. Erstens mit der berühmten Charakterisierung, die Burckhardt gegeben hat. Sie war die Entdeckung des Individuums und der Natur. Vielleicht nicht die Entdeckung, sondern die Neuentdeckung. Die Wiedergeburt dessen oder von vielem, was die griechische und römische Antike über den Menschen und über die Natur gefühlt hat. Die Renaissance war die Geburt einer neuen Wissenschaft. Sie war weiterhin, nahm sie auf, die messianisch-prophetische Vision in einer neuen Form, in der Form der Utopie. Während der prophetische Messianismus die vollendete Gesellschaft, die gute Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft am Ende der Tage gesehen hat, sieht die Renaissance-Utopie die gute Gesellschaft am Ende des Raums. Irgendwo in einem noch nicht entdeckten Raum Teil der Erde. Das sind die Utopien von Moore, der das Wort Utopie für diese Art der Vision geschaffen hat, von Campanella, von dem deutschen André und von der Renaissance bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist das westliche Denken oder kann das westliche Denken charakterisiert werden, neben vielen anderen Dingen, dass es ein Denken ist, in der die Utopie
eine spezielle Version der messianischen Vision einen zentralen Platz im westlichen Denken hat. Das geht in Wirklichkeit bis zu Marx, nur dass Marx sich immer gegen die Utopie gewehrt hat und nie ihr den positiven Ausdruck gegeben hat, den die großen Utopieschreiber ihr gegeben haben. Man kann sagen, dass in der Renaissance nach einer tausendjährigen Pause entscheidende Elemente der griechischen und der römischen Haltung, der griechischen und römischen Struktur wiedergeboren werden. Der Mensch wird sich in einer neuen Form wieder seiner Kraft bewusst und er beginnt sich von den Fesseln der Natur zu lösen. Er beginnt sich nicht nur von den Fesseln der Natur zu lösen, er beginnt, die Natur zu beherrschen. Die neue Wissenschaft und das neue Lebensgefühl führt im Laufe der folgenden Jahrhunderte zur Weltentdeckung, zu einer neuen Technik und Industrie und zur Weltbeherrschung. Das 17. und 18. Jahrhundert sind vielleicht der Höhepunkt des neuen Humanismus. Der westliche Mensch, das westliche Denken ist zentriert um den Menschen, um die Menschheit und um die Menschlichkeit. Die theistischen Konzepte treten zurück im religiösen Fühlen. Aber das religiöse Erlebnis als Realität ist ebenso stark, wie es nur im 13. Jahrhundert gewesen war. Der amerikanische Historiker Carl Becker hat, wie ich glaube, mit großem Recht geschrieben, dass das 18. Jahrhundert nicht weniger religiös war wie das 13. Jahrhundert. Nur, dass es dieselbe religiöse Erfahrungstatsachen in einer anderen Sprache, in anderen Konzepten ausgedrückt hat. Das 19. Jahrhundert schien das Zeitalter der Erfüllung nahezubringen. Der neue Mensch, der herangereift war vom Ende des Mittelalters bis zum 19. Jahrhundert, der Mensch, der die Natur beherrscht, der den Krieg abschaffen wird, der einen materiellen Wohlstand schafft, der das Mittel zur menschlichen Entfaltung ist, die Erfüllung der messianischen Vision der guten Gesellschaft, der menschlichen Gesellschaft, schien heranzureifen im 19. Jahrhundert. Und man kann vielleicht sagen, dass bis zum Ersten Weltkrieg die europäische Menschheit beherrscht war von dem Glauben an die Erfüllung von Hoffnungen, von Vorstellungen, die vom Prophetismus bis zum 19. Jahrhundert niemals ihre Kraft und ihren Einfluss verloren haben. Alles dies ist nur 60 Jahre alt. Und was ist inzwischen geschehen? Was hat sich in diesen 60 Jahren mit dem westlichen Menschen abgespielt? Zwei Weltkriege, die Unmenschlichkeit des Stalinismus und des Hitler-Systems und die unmittelbare Gefahr der totalen Ausrottung des Menschen. Und so wie der Mensch für Jahrhunderte Hoffnung hatte auf die Zukunft, so hat der Mensch seit 1914 vielleicht die Hoffnung fast aufgegeben. Ich habe gesprochen vom Geborenwerden neuer Gesellschaften und man möchte fast sagen, dass der Mensch im 20. Jahrhundert einem als eine Fehlgeburt erscheint. Was ist passiert? Was ist geschehen? Dass im Augenblick, wo der Mensch am Krönungspunkt einer historischen oder seiner historischen Anstrengung zu stehen schien, dass an diesem Augenblick alles zu versagen scheint. Nun, wir wissen einiges darüber. Wir wissen, dass was im 19. Jahrhundert geschah,
im 20. Jahrhundert mit größerer Intensität und Schnelligkeit sich fortsetzte, nämlich das Wachstum des modernen industriellen Systems, wachsende Produktion und wachsende Konsumption. Der Mensch wurde zum Ansammler und Verbraucher. Der Hauptnachdruck, das zentrale Erlebnis in seinem Leben wurde mehr und mehr ich habe und ich benutze und immer weniger ich bin. Mittel, nämlich der materielle Wohlstand, die Produktion, die Schaffung von Gütern, die einst nichts als Mittel waren, Mittel für das bessere Leben, für das menschenwürdigere Leben, diese Mittel wurden zu Zwecken. Die natürlichen Bande der Solidarität und Gemeinschaft lösten sich auf, ohne dass neue gefunden wurden. Der Mensch ist allein, ängstlich, er hat Freiheit, aber er fürchtet sich vor dieser Freiheit. Er lebt in, was der große französische Soziologe Durkheim genannt hat, in der Anomie, in einer Zerspaltenheit, Verworfenheit oder Zerworfenheit, die aus ihm nicht ein Individuum macht, sondern ein Atom, die ihn nicht mehr individualisiert, sondern atomisiert. Atom und Individuum bedeuten ja das Gleiche. Einmal ist es griechisch und einmal ist es lateinisch. Aber in der Wendung, die in unserer Sprache diese zwei Formen haben, ist die Wendung oder ist der Gegensatz gegeben, dass während der moderne Mensch hoffte, ein Individuum zu werden, ist er in Wirklichkeit ein hin und her geworfenes, ängstliches Atom geworden. Das Denken und die Kategorien des industriellen Systems sind die Kategorien der Bilanz, der Quantifizierung, der Buchführung. Was lohnt sich? Was bringt Profit? Nun, in der industriellen Produktion ist das notwendig. Aber was mit den Menschen geschehen ist, ist, dass das Prinzip der Buchführung und Bilanz und des Profites übertragen worden ist oder sich ausgedehnt hat von der Wirtschaft zum menschlichen Leben. Der Mensch wird zu einem Unternehmen. Sein Kapital ist sein Leben. Und seine Aufgabe scheint zu sein, dieses Kapital gut zu investieren. Wenn es gut investiert ist, hat er Erfolg. Wenn es schlecht investiert ist, ist er erfolglos. Er selbst wird zum Ding, er selbst wird zur Sache. Und wir können an einer Erkenntnis nicht vorbei. Wenn der Mensch zur Sache wird, ist er tot. Auch wenn er physiologisch gesehen noch lebt. Und wenn der Mensch seelisch tot ist und physiologisch lebt, dann ist er verfallen und er ist gefährlich. Gefährlich für sich und gefährlich für andere. Gewiss gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Menschen des 19. Jahrhunderts und den Menschen des 20. Jahrhunderts. Der Mensch des 19. Jahrhunderts war ein Individualist. Er war gewöhnt, Autorität zu akzeptieren oder aber sich gegen Autorität zu wehren, gegen die Autorität zu rebellieren. Der Roman von Butler, The Way of All Flesh, ist eine schöne Illustration für die Rebellion des gegen die Autorität kämpfenden Menschen des 19. Jahrhunderts. Gegen die Autorität in der Familie, gegen die Autorität im Staat. Und der Mensch des 19. Jahrhunderts hatte eine moralische Pflicht zu sparen, anzusammeln. Es ist ganz klar, wie so oft, dass diese moralische Idee ihre Grundlagen hat in der Produktionsmethode der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Was für das 19. Jahrhundert wichtig war, war Kapital zu akkumulieren. Und dann hören auch gewisse Eigenschaften auf, eine so große Rolle zu spielen, die man im 19. Jahrhundert hatte und die man dann oft im 20. Jahrhundert kritisiert.
Da ist gar nicht mehr so viel Konkurrenzgeist unter den Menschen oder so viel Antagonismus, der aus dem Konkurrenzgeist kommt. Ganz im Gegenteil. Die Menschen werden zu dem, was man auf Englisch nennt, ein Team. Eine gut geölte Gruppe, die zusammenarbeitet ohne Reibung. Und das ist, was das große Unternehmen braucht. Was ich hier sage, ist, dass die Erfordernisse der modernen Industrie und der modernen Wirtschaft, so wie sie sich entwickelt haben, sind ein Menschen, der zum Verbraucher wird, ein Menschen, der möglichst wenig Individualität hat und ein Menschen, der der anonymen Autorität gehorcht und doch die Illusion hat, dass er frei ist und keiner Autorität unterlegen ist. Der moderne Mensch, so kann man sagen, flüchtet sich in die große Mutter der Kooperation, des Staates, und er ist der ewige Säugling, der doch nie zufrieden ist, weil er sich nicht als Mensch entwickelt. Und in der Tat, dass er nicht glücklich ist, das hat man besonders in Frankreich schon im 18. Jahrhundert gesehen. Dafür gibt es Worte, die charakteristischerweise französisch sind. La maladie du siècle, la malaise, das sich nicht wohlfühlen des Menschen in einer Welt, die immer atomisierter und immer sinnloser wird. Und es ist auch sehr charakteristisch, dass, wie Durkheim gezeigt hat, der Beginn des Selbstmords als eines Massenphänomens zu tun hat mit dieser Atomisierung des Menschen und mit der Sinnlosigkeit seiner Existenz. Und ich möchte nun etwas näher beschreiben, ausführlicher beschreiben, was, ich glaube, der entscheidendste Punkt an dieser Malaise, an dieser Maladie du siècle ist, an dieser Krankheit, an der der moderne Mensch leidet, nämlich der Entfremdung. Der Begriff der Entfremdung ist ja recht populär geworden, nachdem er für Jahrzehnte vergessen wurde, ist ein Begriff, der von Hegel und von Marx gebraucht wird. Und man kann nicht mit Unrecht sagen, dass die ganze Philosophie des Existenzialismus im Grunde eine Rebellion gegen die wachsende Entfremdung des Menschen in der modernen Gesellschaft ist. Und ich möchte nun etwas darüber sprechen, was ist eigentlich Entfremdung? Und um vielleicht den Begriff Ihnen etwas näher zu bringen, möchte ich mich etwas beginnen, wo der Begriff der Entfremdung in unserer westlichen Tradition eine ganz große Rolle spielt, nur unter einem anderen Namen. Und dieser andere Name ist der Name Götzendienst, wie ihn die Propheten gebrauchen. Viele Menschen nehmen naiverweise an, dass der Unterschied zwischen dem sogenannten Götzendienst und dem Monotheismus, das heißt also, wie die Gläubigen der monotheistischen Religionen glauben, dem wahren Gott, dass das ein Unterschied in den Zahlen ist, dass die Heiden viele Götter haben und die wahren Gläubigen nur einen Gott haben. Nun, so sieht es vielleicht aus, aber das ist nicht der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt, und wenn Sie die Propheten des Alten Testaments lesen, sehen Sie das sehr deutlich. Der wesentliche Punkt ist nicht viele Götter gegen einen Gott, sondern, wie die Propheten es so oft gesagt haben, der Götzendiener ist der Mensch, der das Werk seiner eigenen Hände anbetet. Er nimmt sich ein Stück Holz und mit einem Teil macht er sich ein Feuer und macht einen Kuchen. Und mit dem anderen Teil des Holzes macht er eine Figur und diese Figur betet er an. Und doch, was er anbetet, sind Dinge. Dinge, sie haben Nasen und riechen nicht und sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben einen Mund und sprechen nicht. Was geschieht denn im Götzendienst, wenn Sie den Begriff streng formulieren, im Sinne des prophetischen Denkens? Der Mensch, und hier glaube ich, kann man wirklich den von Freud geprägten Begriff der Übertragung verwenden. Und ich möchte als Fußnote sagen, dass ich glaube, die Übertragung, die wir in der Analyse sehen, ist eine der Fälle von Götzendienst.
Nämlich der Mensch überträgt das Erlebnis seiner eigenen Tätigkeiten oder seiner eigenen Erfahrung, seiner Liebeskraft, seiner Denkkraft. Diese Erfahrung wird übertragen auf ein Objekt jenseits von ihm. Das Objekt kann ein Mensch sein, das Objekt kann ein Ding von Holz und Stein sein. Und dann tritt der Mensch in Beziehung mit sich selbst ohne, nur durch die Unterwerfung unter das Objekt, auf das er seine eigenen menschlichen Funktionen übertragen hat. Ich liebe nur, wenn ich von diesem Götzendienst spreche, ich liebe nur, wenn ich mich unterwerfe dem Götzen, auf den ich alle meine Liebesfähigkeit übertragen habe. Ich bin nur gut, wenn ich mich unterwerfe dem Götzen, auf den ich mein Gutsein übertragen habe. So ist es mit der Weisheit, mit der Kraft, mit allen menschlichen Eigenschaften. Je mächtiger der Götze, das heißt, je mehr ich auf ihn übertrage, was ich bin, desto ärmer werde ich. Und dennoch, desto mehr brauche ich ihn, weil ich verloren bin, wenn ich ihn, auf den ich alles übertragen habe, verliere. Und ich möchte noch einmal sagen, wenn Sie analysieren das Wesen der Übertragung, dann ist es genau, glaube ich, genau dasselbe. Es ist natürlich sehr in gewisser Weise die Übertragung des Vaters und der Mutter, weil das Kind im Vater und der Mutter oft die sieht, auf die er seine eigenen Erfahrungen überträgt. Aber das, glaube ich, ist gar nicht das Wesentliche. Wenn wir ganz an Vater und Mutter vergessen, dann bleibt doch das Erlebnis der Übertragung, weil der unreife Mensch sich einen Götzen sucht. Und wenn er den findet, dem er sein Leben lang anbeten kann, dann braucht er nicht zu verzweifeln. Das ist einer der Gründe, glaube ich, warum so viele Menschen so gerne zum Analytiker gehen und ihn nie verlassen wollen, oder weil sich ganze Gesellschaften sogenannte Führer wählen, die so hohl und stumm sind wie die Götzen der Antike, aber auch die bereit sind, alle Übertragung zu ermuntern und damit die Menschen an sich zu binden. Nun, in der modernen Gesellschaft haben wir natürlich keinen Baal und keine Astarte. Und wir sind alle sehr glücklich und überzeugt, dass wenn es die Namen nicht gibt, gibt es auch die Dinge nicht, weil wir ja gewöhnlich die Namen mit den Dingen verwechseln. Aber wir leben heute wieder in einer Gesellschaft, die mehr heidnisch und götzendienerisch ist, als unsere Gesellschaft für Jahrhunderte gewesen ist. Was heißt Entfremdung im Sinne von Hegel, im Sinne von Marx? Das heißt ganz genau dasselbe. Nämlich, dass der Mensch sich verliert. Dass der Mensch aufhört, sich als Zentrum seiner Tätigkeit zu erleben. Der Mensch hat viel und benutzt viel, wie Marx es sagt, aber er ist wenig. Er ist nicht nur wenig, er ist nichts, weil er beherrscht wird von den Dingen und Umständen, die er selbst geschaffen hat. Der Zauberlehrling, der Golem. Das Werk seiner Hände beherrscht den modernen Menschen. Er selbst wird zum Ding. Er ist nichts, doch fühlt er sich groß, wenn er sich mit dem Staat, der Produktion, der Kooperation eins fühlt. Er ist nichts und er glaubt, dass er alles ist. Er wird durch die Dinge, die er schafft, konstituiert. Darf ich Sie vielleicht an etwas eine Kleinigkeit erinnern. Sie werden sicher in Deutschland dasselbe finden wie in Amerika, dass wenn Menschen einmal jemanden sehen, in Wirklichkeit, den sie oft auf dem Fernseher gesehen haben, dass sie dann sagen, er sieht genauso aus wie auf dem Fernsehapparat. Die Realität ist nämlich das Bild auf dem Fernsehapparat. Und an dieser Realität wird gemessen, ob der Mensch, wie er in Wirklichkeit ist, stimmt. Und wenn er so aussieht wie auf dem Fernsehapparat, dann stimmt er. Die Wirklichkeit liegt in dem Ding draußen. Und der wirkliche Mensch ist nur ein Schatten.
Das ist schon sehr anders als in der Märchen von des Kaisers Kleidern. Sie alle kennen das Märchen, der Kaiser ist in Wirklichkeit nackt, aber jeder, mit Ausnahme des kleinen Jungen, glaubt, die wunderbaren Gewänder zu sehen, weil ja alle von vornherein davon überzeugt sind, der Kaiser muss wunderbare Gewänder haben. Nun, dieses Phänomen, die Gewänder des Kaisers zu sehen, wenn er nackt ist, das spielt sich schon ab seit vielen, vielen Jahrtausenden. Das ist der Weg, in dem auch die dümmsten Menschen regieren können und bei denen, die sie regieren, den Glauben hervorrufen, dass sie weise sind. Und wenn sie es zu beweisen haben, dann ist es gewöhnlich schon zu spät. Aber wenigstens ist in den Märchen von des Kaisers Kleidern ja doch der Kaiser da. Die einzige Frage ist, dass er nackt ist und man glaubt, er habe Kleider an. Aber auch heute ist der Kaiser gar nicht mehr da. Heute ist der Mensch wirklich nur insofern er irgendwo draußen steht. Er ist konstituiert, wie ich sagte, durch die Dinge, durch das Eigentum, durch seine soziale Rolle, durch im weitesten Sinne gesehen, was man nennen kann, seine Persona, aber er als lebendiger Mensch ist nicht wirklich. Ich glaube, man kann sagen, und ich komme damit auf etwas zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass das dramatischste und grauenhafteste Symbol dessen, was man als Entfremdung definieren kann, die Atomwaffen sind. Sie sind das Werk des Menschen. Sie sind tatsächlich ein Ausdruck einer seiner größten intellektuellen Leistungen. Und doch, diese atomischen Waffen beherrschen uns. Und es ist schon sehr fraglich geworden, ob wir sie beherrschen. Wir, die lebendigen Menschen, die leben wollen, werden zu ohnmächtigen, aber scheinbar omnipotenten Menschen. Wir glauben zu herrschen und wir werden beherrscht. Aber von wem? Nicht von einem Tyrannen. Von den Dingen, von den Umständen. Wir sind Menschen geworden ohne Willen und ohne Ziel. Und wir schwätzen vom Fortschritt und schwätzen von der Zukunft, wenn in Wirklichkeit keiner weiß, wohin er geht, weil keiner bestimmt, weil keiner. Im 19. Jahrhundert konnte man sagen, Gott ist tot. Im 20. Jahrhundert muss man sagen, der Mensch ist tot. Und vielleicht, wenn man die Wendung so fassen kann, könnte man sagen, der Mensch ist tot, es lebe die Sache. Der Mensch ist tot, es lebe sein Produkt. Und es gibt vielleicht kein schauerlicheres Beispiel für diese neue Unmenschlichkeit als die jetzt projektierte Idee der Neutronenbombe. Was wird die Neutronenwaffe tun? Sie wird alles Lebendige zerstören, wird alles unlebendige Dinge, die Häuser, die Straßen intakt lassen. Und daran beginnt man schon zu arbeiten. Mit dieser Fantasie trägt sich schon der Mensch. Und es ist kein Zufall, dass er sich mit dieser Fantasie tragen kann. Ich glaube, man kann weiterhin sagen, dass, wenn man sich alle diese Dinge ansieht, die Entfremdung, die Verdinglichung des Menschen, dass der Mensch Kontrolle verliert über sich und kontrolliert wird von den Dingen und Umständen, die er schafft. Man kann sagen, dass hier eine Wendung eingetreten ist von im Begriff des Bösen. Das Böse ist menschlich. Alle von uns sind Verbrecher, wie alle von uns Heilige sind. Alle von uns sind, jeder von uns ist gut und jeder von uns ist böse. Das ist eine alte Einsicht. Und gerade weil das Böse auch menschlich ist, können wir das Böse verstehen, wenn wir nur das Böse in uns selbst sehen. Und das ist ja auch eine der Dinge, die der Analytiker tut oder zumindest tun sollte, dass er
das ihm nicht schaudert vor dem Bösen im Anderen, weil er das Böse in sich erlebt als Menschliches. Aber was heute vor sich geht, ist nicht mehr das Böse im Gegensatz zum Guten, sondern ist eine neue Unmenschlichkeit, nämlich Gleichgültigkeit. Die völlige Entfremdung, die völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. Und um das zu beschreiben, möchte ich zwei Phänomene miteinander vergleichen. Das Phänomen Eichmann und das Phänomen der atomischen Strategie. Dieser Eichmann, zumindest mir sieht er gar nicht aus, als ob er böse ist, besonders böse, sondern er ist nur völlig entfremdet. Er ist ein Bürokrat, für den das Töten ebenso ist, wie wenn er für kleine Kinder sorgen würde. Für den das Leben vollkommen aufgehört hat, lebendig zu sein. Der organisiert. Und das Organisieren selbst wird zum Zweck. Ob das Goldzähne und Haare von ermordeten Menschen sind, oder ob das Züge sind von Eisen oder Tonnen von Kohle, alles das ist für ihn ganz gleichgültig. Und ich kann gut verstehen, dass, wenn er sich verteidigt, er gar nicht so Unrecht hat, wenn er darauf hinweist, ich bin ja nur ein Bürokrat. Ich muss ja in Wirklichkeit nur Züge regulieren, Fahrpläne ausarbeiten. Ich glaube, in uns allen heute steckt ein Stück Eichmann und dass dieser Eichmann gar nicht so verschieden ist von den Überlegungen, die die Atomstrategen heute anstellen. Ich zitiere zum Beispiel einen der wichtigsten amerikanischen Atomstrategen, Hermann Kahn, der sagt, wenn in den ersten 3 Tagen eines Atomkrieges 60 Millionen Amerikaner umkommen, dann ist das erträglich. Wenn es 90 Millionen sind, ist es zu viel. Ja, das ist allerdings dieselbe Kalkulation, dieselbe Bilanz von Leben und Tod, wie sie in seiner Weise Eichmann erlebt hat, wenn er die Menschen zum Hinschlachten geführt hat. Dieser selbe Herr Kahn hat etwas sehr Interessantes gesagt, etwas Schauerliches, aber Interessantes vom Standpunkt dessen, worüber ich hier spreche. Er hat nämlich gesagt und geschrieben in seinem Buch, es ist zwar richtig, dass der atomische Krieg schrecklich ist, aber der Friede ist auch schrecklich. Und es bleibt eine Frage zu kalkulieren, wie schrecklicher der Atomkrieg als der Friede ist. Und als ihn dann ein paar Journalisten fragten, wie er das eigentlich verstehe, sagte er, was die meisten nicht den Mut haben zu sagen. Er sagte, ja was denn? Im Grunde ist ja doch keiner glücklich. Was ist denn schon der ganze Unterschied? Ich glaube, klinisch sagen, ein Mann, der sagen kann, dass man sich erst ausrechnen muss, wie viel schrecklicher der Krieg als der Friede ist, ist ein schwer deprimierter Mensch. Er ist ein Mensch, der ich nur durch diese Aktivitäten am Selbstmord vorbeigeht. Man kann sagen, er ist verrückt und man kann Mitleid mit ihm haben. Aber das Schreckliche ist, dass der Mann keine Ausnahme ist, dass Millionen so denken wie er und dass diese Haltung des verunmenschlichten Menschen, des Menschen, der sich nicht kümmert, des Menschen, der nicht seines Bruders Hüter ist, sondern der nicht einmal sein eigener Hüter ist, dass das Bild ist, was charakteristisch ist für den modernen Menschen. Und was ist dann die Zukunft des modernen Menschen, wenn wir überhaupt eine Zukunft haben? Ich glaube, diese Antwort lässt sich nur beantworten im Sinne einer Alternative. Und vielleicht könnte ich hier als eine Fußnote sagen, wenn man von den Gesetzlichkeiten im individuellen und im gesellschaftlichen Leben spricht, dann kann man gewöhnlich nicht von einlinigen Kausalreihen sprechen und sagen, A verursacht B. Diese Art des Determinismus ist gewöhnlich falsch. Aber was man sagen kann, ist, A kann zu 1, 2, 3 oder 4 Alternativen führen.
nur zu diesen und zu anderen. Wir können feststellen und festlegen, dass von diesen Bedingungen nur bestimmte wenige Alternativen möglich sind. Manchmal sind es nur zwei, manchmal sind es mehr. Nun, ich will nicht prophezeien, und das werden Sie auch von mir nicht erwarten, aber ich will sagen, dass ich glaube, dass es im Wesentlichen heute nur die Alternative zwischen zwei Dingen gibt, für den modernen Menschen und für den Menschen auf dieser Erde überhaupt. Nämlich, um es kurz zu sagen, die Alternative entweder Barbarei oder eine neue Renaissance des Humanismus. Die Barbarei kann aussehen, kann verschiedene Formen annehmen. Vielleicht, wie manche Wissenschaftler glauben, ist schon die gegenwärtige Zerstörungskraft der Atomwaffen so, dass noch nicht einmal zur Barbarei kommen wird, sondern zur einfachen Auslöschung der menschlichen Rasse und alles Lebendigen vielleicht. Oder wenn es nicht dazu kommt, wird es zu einer Barbarei kommen, zur Diktatur der Überlebenden nach einem atomischen Krieg, die eine Weltdiktatur errichten werden, in der alle Werte der westlichen Tradition verloren sein werden und in der die eine Diktatur von Robots über Robots sein wird. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass der Mensch, der daran war, oder die Menschheit, die daran war, geboren zu werden am 19. Jahrhundert, dass diese Geburt wirklich stattfindet. Das setzt voraus zunächst ein, nämlich, dass die Menschen eine Einsicht bekommen in die Unmenschlichkeit ihrer gegenwärtigen Situation und in die Gefahr, nicht nur die physische, sondern die seelische Gefahr, in die sie die vollendete Entfremdung bringt. Es ist wie in der aller Therapie eines Individuums. Man muss sich erst werden, wer wir sind, was uns treibt und wohin wir gehen. Und nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir einen Entschluss fassen, wohin wir gehen wollen. Ich glaube, eine humanistische Renaissance ist möglich, denn alle Bedingungen sind gegeben. Es sind die materiellen Bedingungen gegeben, dass kein Teil der menschlichen Rasse mehr ausgeschlossen sein muss von dem Tisch, der für alle gedeckt sein kann. Er ist gegeben, die Bedingung ist gegeben in der Tatsache, dass zum ersten Mal die Idee einer einheitlichen Menschheit zu einer Realität geworden ist. Sie ist gegeben in der Tatsache, dass der Mensch in historisch sehr kurzer Zeit den größeren Teil seiner Kräfte gar nicht mehr darauf verwenden muss, sich als Tier zu ernähren, sondern die Entfaltung seiner Kräfte als Selbstzweck ansehen kann und verwirklichen kann. Das Ziel wieder wird die Entwicklung des reifen, schöpferischen, liebenden und vernünftigen Menschen und dass diesem Ziel alles andere als Mittel untergeordnet wird. Ich glaube, da ich auch heute noch ein Sozialist war, wie ich es seit immer gewesen bin, dass die neue Form der Gesellschaft eine Form des humanistischen Sozialismus sein wird, die ebenso verschieden ist vom existierenden Kapitalismus wie von der Verfälschung des Sozialismus, die sich Sowjetkommunismus nennt. Die Frage ist, wie lange wir noch Zeit haben, zu dieser Einsicht und unsere Richtung zu verändern. Und das allerdings kann niemand beantworten. Die Einsicht in unsere Situation ist, wie ich schon sagte, gar nicht neu. Sie ist tatsächlich viel besser im 17. und 18. Jahrhundert formuliert worden. Und ich möchte diese Ausführungen schließen, indem ich einen großen amerikanischen Denker zitiere, der darüber gesprochen hat, nämlich Emerson. Emerson sagte vor 100 Jahren, die Dinge sind im Sattel und reiten uns. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, welche Veränderung hier vor sich geht zwischen Luther und Emerson. Für Luther war die Frage, ob der Teufel im Sattel ist und den Menschen reitet. Der Teufel war das Böse. Aber wie ich vorher gesagt habe, das Böse ist noch menschlich. Für uns ist gar nicht mehr die Frage, dass der Teufel uns reitet. Für uns ist die Frage, dass die Dinge uns reiten,
die Dinge, die wir und Umstände, die wir selbst geschaffen haben. Und ich glaube, dass wenn man sich an Emersons Formulierung anschließt, man sagen kann, dass die Zukunft des modernen Menschen auf einem beruht, dass der Mensch sich wieder in den Sattel setzt.